Neue Saison, neuer Titel. Im Supercup-Duell triumphieren die Wasserfreundinnen gegen den SV Bayer Uerdingen 08 mit 22:9 und zeigen, dass sie erneut hungrig auf Trophäen sind. Nicht mega erfolgreich, also mega Titel. Ich bin mega glücklich, Teil von dem Team zu sein. Die Damen von Marco Stamm dominieren das Spiel von Anfang an, zeigen ihre technische Brillanz sowie offensive Power. Und das kommt nicht von irgendwoher. Neben den Stammspielerinnen hat das Berliner Team mehrere Neuzugänge zu verzeichnen. Unter ihnen befindet sich eines der größten deutschen Nachwuchstalente. Die Rede ist von Elena Ludwig. Doch das ist noch nicht alles, denn auch Gesa Deike kehrt nach einer Spielzeit in Frankreich wieder zurück und verstärkt das Team mit ihrer neu gewonnenen Erfahrung. Bis zur Halbzeit können sich die Berlinerinnen mit 11:4 absetzen. Ich bin mega happy, wieder hier zu sein. Es ist ein super Team, die Mädels sind alle super toll. Ich bin wieder happy, mit meiner Schwester zusammenspielen zu können. Und sie sorgen in der zweiten Hälfte regelrecht für Aufsehen, indem sie die Torfrau der Gäste, Daja Heinbichner, auf Trab halten. Aber auf den Gesichtern des Teams spiegelt sich trotz dieser 16:7-Führung keine Zufriedenheit wider. Verpasste Torchancen und zu viele Gegentore, wie das von Sophie Grohmann, trüben die Stimmung. Doch als die Begegnung mit 22:9 endet und der Pokal überreicht wird, können die Gastgeberinnen endlich jubeln. Es war gut. Wir haben viele Erkenntnisse für den Eurocup gesammelt. Gute Tore, gutes Ergebnis. Die Wasserfreundinnen beweisen, dass sie nicht nur einmalige Erfolge feiern können, sondern auch bereit sind, eine neue Ära des Sieges einzuläuten. Wir dürfen gespannt sein, was die Zukunft für diese Mannschaft im Eurocup, Pokal sowie in der Liga bereithält.